Gut, was das jetzt gebracht hat, keine Ahnung, aber... Er ist aus dem Fenster rausgeflogen. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das geht. Dann ist hier oben noch Marmelade drin. Gut, das war jetzt wieder ein kleiner Bug. Ein... Ungetrocknet? Nee. Ungetrocknet oder eingetrocknet? Boah! Rhabarbercreme-Marmelade, oder? Nee. Nur Rhabarber-Marmelade. Rhabarber-Kompott. Ein eingetrockneter Rhabarber-Kompott, oder? Nee, Igitt eingetrockneter Rhabarber-Kompott. Müsste so sein. Ihr werdet es wieder besser sehen können, wenn ihr das Video einfach auf, keine Ahnung, 0,5 Geschwindigkeit macht und dann auf Pause klickt. Aber ich denke, da steht Igitt ungetrockneter Rhabarber-Kompott. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Ja! Die Packung müssen wir öffnen. Cornflakes Müsli. Vitamino. Mit dem besten aus 3 ausgewählten Kaninchenstellen. Hört sich viel zu gesund an, was ekelhaft ist. Das ist immer noch der Rhabarber-Kompott oder was? Jupp, das ist der Rhabarber-Kompott. Und mehr gibt es da oben nicht. Dann nehmen wir doch mal den Rhabarber-Kompott. So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Ja, wir haben Müsli mit Überraschung. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Hab ich doch gesagt, hört sich ekelhaft gesund an. Rhabarber, 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 Rhabarber. Hallo Müsli. Hallo. Ein ganzes Alphabet von Vitaminen und doch so wenig zu sagen. Wozu? Um Lecke in Schiffsrümpfen abzudichten? Das wird mir zu widerlich hier. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Jo, hab ich ja gesagt. Dann nimm mal Harvey mal da. Nee, Harvey erstmal damit. Was hältst du davon, Harvey? Das sieht aus, als würde es Spaß machen. Ja, das glaube ich auch. Wie so eine Augenklappe. Die ist viel zu cool für Dr. Marcel. Ich glaube, ich habe die Triple 20, die Triple 12, Bullseye. Wow, ich habe über 1000 Punkte. Respekt. Dart WM Edna coming. Nee. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mir Respekt entgegenbringen. Respekt. Hä? Wieso? Was? Weil nur die Energie des Respektes. Captain Unbrauchbars Hauptquartier ist der Tiefparterre Cave. Per Knopfdruck verwandelt sich die taktische Hauptkonsole in einen Kickertisch, bei dem allerdings der Ball fehlt. Das ist ziemlich beschissen. Aber Captain Unbrauchbar kann auch dieses Problem lösen. Nein, das ist zu wenig brutal für diesen Sport. Oh, wenn man den Zehner schnell genug wirft. Was? Hey, da war eine Überraschung drin. Geil. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Geil. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Ja, das ist wirklich so. Und jetzt haben wir eine Polizeimarke. Das können wir aber auch nicht weiter verwenden, wie es aussieht. Hm, lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Gut, dann verwenden wir die Polizeimarke damit. Nein, das ist zu wenig Brot. Ja, da hast du recht. Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Künstliche Farbstoffe und chemische Geschmacksverstärker. Aber das sind leider die ekelhaften chemischen Geschmacksverstärker, wie wir schon bemerken. Ich markiere konnten. Mir lieber den Weg hierher. Das wäre gut. Was? Was? Mm-hmm.
zum Teufel geht... Ich meine, was? Alter. Nein, nein, beiße niemals die Hand, die dich füttert. Das heißt aber auch, dass Lebewesen mit gefütterten Händen beißen dürfen, wen, wo und wann sie wollen. Aber auch gefütterte Hände können gefüttert werden. Also stimmt das nicht ganz so sehr. Captain Unbrauchbars Achillesferse ist seine Blasenschwäche. Also hat er seine Blase in seiner Achilles, oder was? Hier wäre jede Improvisation vergeudet. Der Automat ist nicht verriegelt. Vorsicht, Edna! Es könnte eine Falle sein. Gut, zum Glück haben wir Harvey an unserer Seite, der so schlau mitdenkt. Sünde, ja. Verbrechen, nein. Ja, wenn's nicht schmeckt, ist schon eine Art Verbrechen. Harvey bekommt keinen Kaffee. Er ist so schon vollkommen überdreht. Das stimmt. Niggidi, biggidi, niggidi, biggidi, niggidi, biggidi. Kuckuck! Gidiu! Ich glaube, da steht nur Edna. Das sieht zwar so aus, als würde danach noch irgendwas weitergehen, aber ich denke, das soll nur Edna heißen. Ich trinke meinen Kaffee immer ohne Poloschläger, wenn es recht ist. So ein Zufall. Genau wie ich. Du trinkst doch gar keinen Kaffee. Aber wenn doch, dann garantiert ohne Poloschläger. Ja, Poloschläger machen auch einen schlechten Geschmack in den Kaffee. Nützlich Boy hat die Superfähigkeit, Kaffee zu kochen, durch den man hindurchsehen kann. Wow. Nützlich Boy ist wirklich verdammt nützlich, Alter. Ich will auch Nützlich Boy. Um den Geschmack abzurunden. Aber ich dachte, da sei kein Kaffee drin. Aber auf alle Fälle können wir jetzt wieder einen Fußnagel beißen. Das macht voll Spaß. Eine der äußerst populären legalen Drogen. Wobei legale Drogen sind selten populär. Weil die Popularität kommt ja nur durch Illegales. Alles, was verboten ist, will man automatisch machen, weil es verboten ist. Das bringt so ein rebellisches Gefühl. Um den Geschmack abzurunden. Achso, ja, das hat man ja schon. Ja, ich mag Fußnagel beißen. Soll ich dich waschen, Harvey? Ja, und danach binde mir bitte... Jo, das hat man schon. Nein, meine Sachen bleiben so... Jo, das hat man auch. Ist das alles dasselbe? Nein, meine... Jo, das hat man auch. In diesem Bild putzt Captain Unbrauch... Das hat er jetzt ebenfalls schon dreimal gemacht. Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Ist doch schön, wenn alles sauber ist, wobei dreckig wesentlich geiler ist. Das wäre eine Lebensaufgabe. Das hat man ebenfalls schon. Dann gucken wir mal, was mit den Wasserhahn willst los ist. Willst du baden, Harvey? Igitt! Nee, hätte ich auch nicht gemacht. Das ist scheinbar wirklich alles dasselbe wie im Klo. Nein, ich möchte... Jo. In diesem Bild... Jo, das hat er jetzt schon zum vierten Mal gemacht. Das wollte ich auch nicht. Ja, die sind gut zum Essen da. Jetzt blitzt und blinkt die Marke noch heller. Geil! Ist aber nur eine normale Polizeimarke. Am Waschbecken die Fußnägel schneiden. Ja, das ist echt ekelhaft. Und spießig. Guck mal, Harvey, Marmelade. Ich hätte auf außerirdische Lebensformen getippt. Kann ja sein. Ich hab auch nur geraten. Man kann sich nicht sicher sein. Es sieht auf alle Fälle aus wie ein E.T. Die sind schon beschriftet. Da steht entweder Rhabarber-Kompott oder Roswell-Komplott. Ich halte beides für gleich wahrscheinlich. Alter. Lieber nicht. Wenn ich sein Gefäß beschädige, kann es womöglich fliehen. Es wäre härter als jede Atomwaffe. In diesem Bild verspeist Captain Unbrauchbar den Vegetabler aus Versehen zum Frühstück. Kann er nichts mehr Gefährliches machen, aber ihn zu verspeisen, das hört sich auch sehr gefährlich an. Dagegen gibt es sicher ein Gesetz. Irgendwo zwischen vorsätzlicher Körperverletzung und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Kann beides dafür gelten. Nicht nötig, dem Zeug wachsen bereits eigene Fußnägel. Oh, nee. Oh, hör doch bitte auf. Willst du Müsli, Harvey? Gesund.
Müsli, Müsli, njam, njam, njam. Ja, bring mir all deine tollen und gesunden Sachen. Nur eine Berührung mit mir und sie werden alle gesund. Das macht mir irgendwie Angst. Ja, bring mir nur ein... Das... Hier drinnen leben wirklich nur finstere, böse Gestalten. In diesem Bild benutzt Captain Unbrauchbar seine Superkräfte, um Bananenstücke aus dem Müsli zu sammeln. Die Bananenstücke sind auch die besten im Müsli. Ja, das hat man auch schon. Und dazu... Ja, bring mir ab nur ab... Ja, bring mir nur... Gott, hier scheint es nichts Neues zu geben. Dann... Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind... Das hat man aber auch schon. Nein, ich will mir nicht den... Ja gut, jetzt... Der Ausblick, der wird dann vom Fenster nicht mehr... zurückgehalten. Also kann man ihn quasi nicht mehr ruinieren. Mist. Das Fenster ist ja offen. Können die Polizeimarke mal verwenden. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Polizei, weil alles erlaubt ist. Oh, die Freiheit. Aber das mit dem Kaugummi hat jetzt scheinbar nichts gebracht. Deswegen schauen wir mal, ob wir noch einen anständigen Becher bekommen. Wir könnten allerdings auch noch weiter runter. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal ein bisschen weiter runter. Denn wenn ihr nochmal so einen versüfften Becher nehmt, da bekommen wir, denke ich, nicht mehr. Es geht immer... Gehe zu Trepp ab. Trepp auf, Trepp ab. Nicht mehr hoch, runter, sondern nur noch Trepp auf, Trepp ab. Und hier runter kommen wir scheinbar nicht, weil ein fettes Schloss davor ist. Und da haben wir nun einen Raum mit 8 Ausgängen. Ja, was mich immer sehr genervt hat, war, dass man später im Spiel auch hinter diesem Gitter spielen kann und dort die Türen halt alle so unglaublich klein sind. Und ich habe auch dummerweise, ich weiß gar nicht mehr warum, aus Übermüdung, ich habe eine Tür zu viel reingezeichnet. Und zwar auf der linken Seite von dem Flur, der nach hinten weggeht, sind halt 2 Türen, aber tatsächlich ist nur eine benutzbar, wohin die andere Tür führt. Wissen wir, während Edna bricht aus, nicht? Gott sei Dank habe ich diesen Fehler in Harveys neue Augen wieder gut gemacht. Dort spielt man nämlich tatsächlich auf der anderen Seite der Gitter und da sind die Türen groß genug und man kann sie halt alle betreten. Bis auf natürlich die eine Tür zum Wäschelift, da steht die Kamera dann vor. Die Kamera, in Anführungszeichen. In Harveys neue Augen findet ihr endlich raus, was hinter der letzten Tür ist. Kauft Harveys neue Augen. Also, heißt das, wir kommen jetzt hier runter oder wir kommen nur in Harveys neue Augen hier runter? Harveys neue Augen ist ja dann quasi der Nachfolger von Edna bricht aus. Quasi der zweite Teil. Wobei ich auch nicht wusste, dass das hier ist. Ich dächte sogar, dass Edna aber in Harveys neue Augen vorkommt. Das heißt ja eigentlich... dass sie hier ausbricht, aber am Ende dennoch wieder hier ist. Gut, wie das endet, werden wir dann sehen. Aber 8 Ausgänge, ja, das stimmt. Das sind dann quasi 8, wenn wir noch hier durchkommen. Weil sonst sind es nur 4. Ja gut, gehen wir erstmal einfach hier durch. Aber mit der Tür können wir scheinbar recht wenig machen. Was Dr. Marcel darin wohl versteckt? Brauchen wir da einen Schlüssel, um das zu wissen? Wenn es doch nur so einfach wäre. Sesam, öffne dich! Keine Reaktion. Das war wohl der falsche Spruch. Brauchen wir wieder den Typen aus Aladdin. Die ist verschlossen. Mist. Sieh mal, Harvey, noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Echt, Türen sind scheiße. I don't know what I did last summer. Okay, das ist gut. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Sie hat jetzt aber wenigstens eine Reaktion gezeigt. Sie weiß nicht mehr, was sie letzten Sommer getan hat.
In diesem Bild rennt Captain Unbrauchbar. Das hat er schon mal gemacht. Darin ist Captain Unbrauchbar verdammt gut drin. Und dazu noch... So langsam sollte Edna mal ein bisschen auf ihre Figur achten. Aufmachen! Polizei! Wer macht denn schon auf, wenn man es sogar noch sagt, dass man die Polizei ist? Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Wieso? Sowas fußnagelt man einfach. Ich hasse diese Dinger. Echt, die sind auch voll scheiße. Es ist an diesem Gitter befestigt. Nimmst du das Gitter mit? Sesam, öffne dich! Der Spruch funktioniert scheinbar... Da fehlt ein Schlüssel. Selten. Der Schlüssel, das sollte ja dann bei... Sieh nur, Blase Harry, sein. Ein Schloss. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Du hast ein Herz? Ich glaube, ein Beschwerdebrief wird mich hier nicht rausbringen. Muss man probieren, ehe man so solche Behauptungen von sich gibt. Robustes Mistding. Das hat sich jetzt aber auch eher angehört wie eine Holztür und nicht so ein Stahlgitter. Captain Unbrauchbar hat für jede Tür den passenden Schlüssel. Und leider hat er selten die Zeit, alle durchzuprobieren. Okay, ich wollte sagen, und wenn nicht, dann nützlich, Boy, aber das war jetzt auch nicht schlecht. Aufmachen! Polizei! Erneut. Mist. Wer macht denn schon auf, wenn man sogar sagt, dass man die Polizei ist? Verflucht. Wenn ich doch nur längere Fußnägel hätte. Aber ich Idiot knabber sie mir ja ständig wieder ab. Ob man da wirklich den Fußnagel irgendwie losbekommen muss und ein bisschen warten muss, ehe man die Fußnägel abknabbert. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas ins Spiel eingebaut wurde. Okay. Das ist dann wohl der Raum, der die Gedanken verschwinden lässt, wie es aussieht. Ja, dieser Screen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich jedes Potenzial für unaufwendige Hintergrundanimationen einfach so verschenkt habe und mich störrisch geweigert habe, auch nur das Geringste im Hintergrund zu animieren. Das wäre sehr einfach gewesen. Außerdem sehr bemerkenswert an dem Screen ist, es wurde sicher über das Spiel und über seine mangelnde Jugendfähigkeit ja häufiger echauffiert. Aber niemand hat halt irgendwie die Stelle in dem Spiel kommentiert, an der Edna quasi sich mit Hilfe von dem Alumann hier im späteren Spielverlauf Elektroschocks gibt. Das scheint niemanden so richtig gestört zu haben. Aber sie macht das ja auch gerne. Ist ja für einen guten Zweck. Also geht das wohl klar. Ja, sich selber Elektroschocken, das ist immer für einen guten Zweck. Also, das macht voll Fun, mach ich auch jeden Morgen. So, wir haben einen Stuhl, einen Helm und Kontrollen. Und dann noch einen Hebel. Mit den Fenstern können wir wieder nichts machen, dann erstmal den Helm. Das Damoklesschwert unter den Kopfbedeckungen. Hab ich auch gedacht. Manche Hüte kann ich einfach nicht tragen. Ja, der sieht ein bisschen eng aus. Wie geht's der Familie, Helmfried? Ach, mein Cousin arbeitet auf dem Bau. Und mein Bruder ist bei der Armee. Nur ich häng hier rum. Chilliges Leben. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Was hältst du davon, Harvey? Der würde mir wohl kaum stehen. Das weiß ich jetzt gar nicht mal. Also Harvey mit den Dingen auf dem Kopf, das könnte schon noch recht funny aussehen. Sorry, zu hoch. Du kannst doch deinen Arm ausstrecken, du faules Teil. Vielleicht bekommt man darunter Elektroschocks. Aber vor Poloschlägern ist man geschützt. Elektroschocks sind auch wesentlich cooler als Poloschläger. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegnern kleinere Stromstöße zu verpassen. Im nächsten Bild zieht er die Wollsocken allerdings schon wieder aus. Alles korrekt. Für Feuerstühle gilt Helmpflicht. Das stimmt.
Das ist alles so fest montiert, da bräuchte ich schon einen Akkufußnagel. Wieso hast du den nicht? Der hat eine etwas beunruhigende Wirkung auf mich. Das glaube ich gerne. Ja, das wollte ich schon gar nicht. Ich warte auf die Mobilvariante. Mit der kann man dann sicher auch MP3s abspielen. Das wäre mal geil, ein Stuhl, der automatisch MP3s abspielt. Hast du noch einen letzten Wunsch, Django? Ich würde gerne nicht hingerichtet werden, wenn es geht. Nicht doch lieber ein paar Pokémon sammeln? Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Dr. Marcel verwendet ihn scheinbar ziemlich oft. Was hältst du davon, Harvey? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Na dann, Mr. Harvok, Energie. Energie. Mr. Harvok braucht erst seinen Pikachu-Kater. Was wurde hier jetzt bekritzelt? Egal was es ist, wir machen es nochmal. Aber nein, ich erkenne keinen Unterschied. Wollen wir unseren Sachen elektrische Superpower verleihen? Ich bezweifle irgendwie, dass das so funktioniert. Du musst es probieren, Adon. Elektrischen Superpower Poloschläger. Sowas muss man. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauch seinen Geg im nächsten Bild. Jo, das hatten wir schon. Ob diese Anlage hier illegal ist? Ich denke mal schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es erlaubt ist, Patienten mit Elektroschocks zu behandeln. Ja, doch, gut, das ist es. Glaube ich jetzt. Fußnägel kauen ist nicht illegal. Das stimmt. Ein schöner. Scheiße, das war jetzt zu schnell. Fußnägel kauen ist nicht illegal. Aber für deine Fußnägel bräuchte man einen Waffenschein. Ein schöneres Kompliment kann man einer Frau kaum machen. Das merke ich mir. Das nächste Mal, wenn ich Gürtz aufreißen will, bringe ich den. Das ist alles so fest montiert, da. Jo. Wir können jetzt auch hier mal durchgehen. Bei dem drücke ich ein Auge zu. Würde ich auch machen. Aber es könnte Harvey wehtun. Hey, Sie da! Kombinieren Sie nicht wahllos unbescholtene Inventargegenstände. Wieso? Das kommt alles in den Polizeibericht. Viel Spaß, so viel zu schreiben. Ich hätte keinen Bock drauf. Ich wäre ein schlechter Bulle ohne einen Schlagstock. Das stimmt. Ich will aber der schlechte Bulle sein. Guter Bulle, schlechte Bulle. Captain Unbrauchbar hat keine Polizeimarke. Er arbeitet auf 400-Euro-Basis für Greenpeace. Jetzt sinkt mein Respekt auch noch vor den Captain, das geht doch nicht. Den Ausweis tue ich garantiert nicht wieder zurück. Weil dir die Autorität gefällt? Ja, die und die freien Parkplätze vorm Präsidium. Gut, damit können wir jetzt nichts machen und was anderes Neues haben wir nicht. Dann sehen wir uns mal die Kontrollen. Sieht kompliziert aus. Einfach alle Knöpfe drücken, das passt schon. Die sind fest montiert. Blöd. Ich hätte gerne eine Cola, den Maximum Cheese ohne Gurke und einmal die Altölfritten. Mal schauen, wie lange die jetzt benötigen, das zu holen. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Hast du Harvey an deiner Seite? Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Siehst du, Harvey kennt sich aus. Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Was? Nicht nötig! Ja, das hat man auch schon, aber wieso beide gleichzeitig? Das ist voll laut! Captain Unbrauchbar kann allein Kraft seiner Gedanken den Kontostand kontrollieren. Ach, schau doch nicht so traurig, Captain. Diese Superkraft will ich auch haben. Denn ich schaue so traurig, weil ich es nicht kann. Nicht nötig! Ja, das hat man doch auch schon. Nicht nötig! Oh, dann halt nicht nötig. Der bedient den elektrischen Stuhl. Ich beschrifte ihn lieber. Sicher ist sicher. Sehr gut beschriftet und Respekt, dass das zu hoch für dich ist, aber du mit deinen Armen von hier bis da nach hinten kommst. Oder es ist ein sehr weiter Stift, wobei sie hat gesagt, es ist zu hoch, als wir den Stift benutzen wollten. Also,
Was ist los, Edna? Wir könnten den Hebel verlängern. Denn? Dann säßen wir endlich am längeren Hebel. Aus Wortspiel wurde Worternst. Das sitzen wir doch jetzt schon. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegnern kleiner im Jo. Die Wolsocken zieht er sich ziemlich gerne an und wieder aus. Ob diese Anlage hier illegal ist? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Das ist auch dasselbe. Ich wollte den Fußnagel elektrisieren. Das ist alles so fest. Ist aber auch dasselbe. Dann wird es hier wohl auch nichts mehr Neues gehen. Dann gehen wir jetzt hier raus.